Okay, ich. Bist du blöd? Okay, super. Gesund, gesund, perfekt. Klar, das auch noch. Klar, das auch noch. Ach nee, Quatsch. Doch, 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 doch. Genau. Die Idee hatte ich tatsächlich. Genau. So, das ist, finde ich, nämlich eine tolle Idee. Das ist der sogenannte Faviludo. Funkentanz heißt das Ding. Das heißt, so ganz, da werden um einen herum ganz viele, naja, Funken funkeln. Und es wird unwahrscheinlicher, dass der, genau so sieht er aus, ein funkelnder Zwerg, dass der Gegner einen trifft. Das finde ich eigentlich immer relativ gut. Warte mal, das kostet zu viel. Hier, zack. Rolana. Zack. Cladis hierhin. Meiner hierhin. Zack, okay. Meiner kann schon mal hier seine total krasse Attacke drauf tun. Cladis kann ja mal versuchen, den Baum zu debuffen. Vielleicht funktioniert es ja. Und schon mal zwei Fulminikti da drauf. Ulana ist schon fleißig dabei und macht absolut gar nichts. Ulana, so kennen und lieben wir dich. Das ist so geil einfach hier. Aua. Okay, Favilude ist vorbei. Das ist aber ganz schön gut ausgewichen. Das gefällt mir. So. Okay. Blitzsichtwind hat geklappt. Zumindest für 3 Sekunden. 230 Diggis. 230 ist ein ganz schöner. 4, 9, 28! Das war drin? Ja, nice! Okay, das ist richtig, richtig gut. Dann kannst du hier nochmal ein Blitzsichtwind drauf tun. Da bin ich auch gar nicht so wütend, wenn der nicht alles perfekt kann. Oh, den nehme ich aber gut weg hier. Kann man nichts sagen. Uah. 12. Wir haben ihn schon zweistellig. Ja, klasse. Okay, also kein Scheiß. Ich bin echt jetzt positiv überrascht gerade. Ja, komm mal nochmal drauf. Ich bin wirklich ziemlich positiv überrascht gerade, wie gut das funktioniert. Weil ich erinnere mich, wie gesagt, an den von früher. Früher! Und da war das hier immer ein Drama. Rolana, komm, Wuchtschlag kannst du wieder. Rolana, Wuchtschlag. Nicht vorsichtig die Waffe an das Holz tappern. Naja, okay. Haben wir alles schon besser gesehen, Mädchen. Okay. Was habe ich jetzt gar nicht mehr gekriegt, das so knapp war. Ja, geil. Danke, dass ihr den Baum bezwungen habt. Ich verstehe nur nicht, weshalb die Wurzeln noch immer nicht von mir ablassen. Ich fürchte, ihr müsst in das Innere des Baumes hinabsteigen. Ich habe eine Ahnung, weshalb seine Wurzeln noch immer nicht nachgeben. Also, macht das, dann funktioniert's. Nee, funktioniert nicht, habe ich mir gedacht. Meine Güte. Ich hasse sowas an Computerspielen. Ich lässt du heute echt viel, ne? Mach ich sonst nicht so. Deshalb solltet ihr zuvor noch einige Dinge erfahren. Ach, oh Gott, Leute, ich fasse das zusammen. Ich hab grad. Ich bin echt. Ich hab halt keinen Bock. Ich will da durchkommen. Auch wenn meine Bestimmung durch meine Voreile nicht erfüllt werden kann, so hat mir das Schicksal in euch eine zweite Hoffnung gesandt. Wirklich. Kein Scheiß. Wenn ihr das Original Wort für Wort lesen wollt, dann pausiert und lest euch durch. Aber ich hau da jetzt durch. Ich gebe euch nur schnell die Spark Notes, oder wie heißt das Ding? Lalala, Brut einer befreundeten Sippe kam zu den Elfen und dann war da das Seeleninstrument eines ihrer Vorfahren. Das war eine Flöte und die war sehr schön verziert und Leid und Vollendung hat man gehört, wenn man sie gespielt hat. Geist des Vorfahren war in Not, Klänge, Krieg, zerstörte Wälder, verlorenes Seeleninstrument. Wahrscheinlich war der bei den Magierkriegen da. In der letzten Nacht, lalala, sah er mein Antlitz vor sich in eine Gestalt im Schatten. Ich dachte, das wäre ein Gegenspieler, aber du bist es. Genau, habe ich gar nichts dagegen, wenn ich auf einmal einen Zwerg sehe. Und da unten ist wahrscheinlich der Geist meiner Vorfahren. Nimm die Flöte mit. Bla bla bla. Und ghostbustere ihn. Hier in dieser Tasche ist seine Flöte. Nehmt sie an euch. Der billigste Flirt-Trick der Welt einfach. Ich habe eine Flöte, aber sie ist in meiner Hosentasche. Habe ich eine Flöte in der Hosentasche oder freue ich mich so, dich zu sehen?
Gut, ich will nicht noch mehr erzählt kriegen, so. Holde Elfenmaid, genau. Weil Zwerge ja Elfen so total toll finden, dass sie Holde Elfenmaid sagen würden. Ich muss schon wieder den Schädelbasisbruch von der hier kitten. Die hat echt eine schlechte Angewohnheit. Gut. Dann geht's jetzt erstmal runter. Wir haben auch noch gar keinen Loot gekriegt, möchte ich nur mal anmerken an der Stelle. Ich finde das nicht gut. Was arbeite ich denn hier für umsonst oder was? Oh. Okay, man kann mit ihm sprechen. Okay, das finde ich nice gemacht tatsächlich. Mit einem geseiseltäuschenden Kreatur oder Finsternis. Okay, das ist, wenn man den blödsten Ritter spielt, irgendwie mit Klugheit 5. Ich trage eure Flöte bei mir. Sie hat ihren Weg zurück zu eurem Volk gefunden. Eine eurer Nachfahren nahm den weiten Weg auf sich, es euch zu bringen, auf dass ihr wieder eins werdet. Ich, diese wundervollen Klänge, mein altes Seelenlied. Lange wähnte ich es vergessen. Lasst mich noch einmal ein letztes Mal darauf spielen. Bitte übergebt mir mein Iyama. Iyama ist Seeleninstrument. Überzeugen. Braucht ihr wirklich euer Instrument, um den Liedern des Vergangenen zu lauschen? Versucht euch aus eigener Kraft zu erinnern, nur so könnt ihr wahrhaftige Lö Erlösung erfahren. Oder hier habt ihr es. Oder angre nee, angreifen tun wir ihn nicht. Ich weiß nicht, überzeugen nehme ich an, geht sehr schief. Also wenn es schief geht, wird es wahrscheinlich sehr schief gehen. Erstens. Zweitens. Habe ich es schon mal bei Bredo Bento, glaube ich, gesagt, ich bin kein verdammtes Selbsthilfebuch. Lass ihn doch sein Instrument haben, gehört doch ihm. Ihr habt mich aus dem Bardock erlöst. All die vertrauten Lieder, das, was längst verklungen ist, wieder Teil von mir. Möget ihr niemals vom Licht geblendet werden. Das ist der netteste Tod, den wir bisher ausgeteilt haben in diesem Spiel. Da geht's hoch, ne? Okay, das war extrem undramatisch. Na genau, wenn die Talentwerte hoch genug sind. Ich bin frei. Die Wurzeln haben sich zurückgezogen. Das heißt, ihr wart erfolgreich. Wie ist es euch dort unten ergangen? War mein Vorfahr dort? Ja, er war dort. Ich habe ihm seine Flöte übergeben. Er wollte, dass sie ihn auf seiner letzten Reise begleitet. Ihr habt wirklich Großes vollbracht. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich mich euch gerne anschließen. Weiß nicht, sagt sie da noch was Interessantes, Wissenswertes? Sie ist gewandert, Nachforschung, Sümpfe. Genau, früher war es Farnheim, sah ganz normal aus, da kommen die Magierkriege, alles Sümpfe. Und weil das alles magisch ist, der ganze Grund und so weiter, sind die Toten zu Zombies und Geistern geworden. Alraune wissen wir hier, ne? Ah, genau. Weiter östlich, ich zeige es auf der Karte. Super. Harpyennest? Nein, weiß sie nicht. Und Wühlschrat? Nein. Ich will jetzt nicht ihre ganze Story. Da haben wir vielleicht noch Zeit dafür, wenn wir wieder zu Hause sind. Also ich schicke sie nach Ferdok. Später. Genau, und da wartet sie dann auf uns. Ich nehme nicht an, dass wir jetzt mit ihr rumziehen, weil sie vor allem. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sie mir das jetzt. Wo sie das eigentlich. Ah ja, okay, da. Genau, ich nehme nicht an, dass wir sie mitnehmen werden, weil wir ja jetzt schon einen Fernkämpfer haben und sie ist halt so. Genau, falsche Richtung. Und sie halt vor allem Fernkämpferin ist. Wenn ich richtig erinnere. Und ja, halt auch magisch und so, aber eigentlich ist der ja bedient. Also wir haben ihn als Fernkämpfer. Ah, Feuerfliegen. Okay, gut. Ich dachte gerade, jetzt kommen noch mal Skelette. Ey. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Wir haben ja ihn als Fernkämpfer. Wir haben Cladis, die auch so ein bisschen magisch ist und so weiter. Und die halt auch noch diese ganzen Sachen kann, wie Diebstahl, Schlösser knacken und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass wir für Gwendala große Verwendung haben. Also ich habe auch schon gelesen von Leuten, die was von, also vom Quellenmaterial her, von DSA her eigentlich ein bisschen sehr untypisch ist, aber dass halt Leute ihr diese ganzen fächsischen Sachen beibringen, eben Taschendiebstahl, Schlösser knacken und so weiter. Und sie dann als Fernkämpferin mitnehmen, die dann eben auch
noch zaubert und so, aber ich denke, dafür haben wir eigentlich klar, dass ich glaube, das passt so. Ich weiß auch nicht, ob es da noch mal einen Vorteil gibt bei der Elfe sonst. Vielleicht hat die noch mal andere Zaubersprüche, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir brauchen sie nicht so und ich muss sagen, diese säuselnde Stimme macht keine guten Dinge mit mir. Und das ist kein Euphemismus, es macht keine guten Dinge mit mir. Mein Aggressionspotenzial geht durch die Decke. Nice, richtig viel Gullmond. Das ist gegen Vergiftung hervorragend. Und die Alraune. Yeah! Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen AP gekriegt. Obwohl, für den Baum müssen wir eigentlich auch welche bekommen haben, denke ich mal. Hoffe ich mal. Das aber ganz, ganz ehrlich, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war bisher. Also, seit ich habe das Spiel ja schon ein paar Mal gespielt. Nur einmal ganz durch, beziehungsweise fast ganz durch. Ich glaube, ich war beim wirklich im Endkampf und dann war nachher irgendwie, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube, irgendwie der Spielstand war korrumpiert oder so. Und dann war Ende. Richtig bitter. Aber ich habe es schon mehrmals, naja, angefangen. Und das war bisher wirklich der einfachste Kampf gegen diesen Baum, den ich jemals gemacht habe. Ist einerseits wahrscheinlich, glaube ich, die Vorbereitung, also diese Idee mit den Feuerfliegen, die Feuerfliegennester erst zu killen und dann auch die Drachenblumen zuerst, hat wirklich viel, viel geholfen, weil die dich dann nicht alle gleichzeitig angreifen und diese Drachenpflanzen machen sehr leicht Wunden. Also von dem her kann ich sehr leicht sehen, wie das wirklich hilft, wenn man die im Kampf gegen den Baum, wenn man so dasteht, nicht da hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, naja, ihr guckt mir ja zu. Das heißt, ich habe immer eigentlich ziemlich gründlich alle Nebenquests und so weiter auch gemacht und alle AP brav eingesammelt. Ich bin wahrscheinlich einfach stärker, als ich jemals war hier. Rückenspeichel. Oh, ist fantastisch. Ich habe ja letztes Mal schon von der Stimme so geschwärmt, als wir mit ihm gesprochen haben. Ich habe ihn inzwischen nachgeschlagen. Er ist leider vor ein paar Jahren tatsächlich verstorben. Ich habe jetzt natürlich prompt wieder seinen Namen vergessen. Ich gucke mal, ob ich das die nächsten Male irgendwie mal raushol. Aber ey, Leute, wirklich Lieblingssprecher ever. Und ja, perfekt für Rakorium. Also ich könnte mir keine andere Stimme, glaube ich, vorstellen. Das ist echt perfekt. Er freut sich so. Und wie sieht es? Habt ihr die Zutaten schon? Hier eine Alraune. Hervorragend. So würden die Harpien. Weiß er nicht. Ah, er weiß. Ich weiß nicht, ob wir es schon gefragt haben. Kann gut sein. Wühlschrate. Ruine, Bauwerk. Seid auf der. Nee, ich glaube, wir haben schon gefragt, ne? Genau. Okay. Fantastisch! Fantastisch. Gut. Dann, Moment, dann muss ich jetzt gerade mal auf die Karte gucken. Da sind wir jetzt genau. Das sind Gruft. Gruft, Gruft. Das ist die Steigerung. Was ist die Steigerung von Gruft? Gruft, Gruft. Ja, hier sind die Harpyien, die sind halt. Die sind mies. Die sind richtig mies. Ich glaube. Ja, ich glaube. Also der Wühlschrat ist ja in irgendeiner Gruft. Ich glaube, der Wühlschrat war irgendwo. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie genau die Fortsetzung war, also ob oder die Progression war, ob hier am schwersten war oder hier. Hier sind halt noch mal mehr. Aber ich, oh, die Harpyien waren halt richtig schwer. Jetzt bin ich halt gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache. Hier können wir auch theoretisch und dann da hoch und dann wieder runter und dann hier so zurückbringen. Ja. Ja. Probieren wir es mal. Ach so, ja, oder so. Also ich laufe ja ganz, ganz falsch. Nee. Hänge ich da einfach woanders durch? Ja, doch. Himmel, Herrgott. Genau, da ist dieses.
Nee, okay, oder ich muss einfach viel weiter. Ja, ich komme immer irgendwie auf Tab und dann wechselt es einmal die Dings durch. Die Karas. Okay, lass mal gucken. Oh, es sind einfach auch überall Feinde hier, ey. Meep. Ja, okay, gut. Was haben wir denn hier? Ah, Kröten! Lass mal sehen, wie Dings sind hier. 10? Ja, die sind schon alle auf Agro. Ja, macht ihr mal. Das kriegt ihr hin. Ah, die sind aber sehr cool. Die Trollkröten sind das genau. Da kommen noch welche. Und zack. Super. Jetzt muss ich mal rein. Kann man die noch? Ja, ihr kennt mich. Oh, was sind auch nochmal Trollkröten? Okay. Also, kein Scheiß. Auch lieber. Was? Erfolg! Du kriegst gar nichts. Was? The hell? Okay, ja, ich hab's verstanden. Man kann die nicht ausnehmen. Aber kannst du mir das weniger schnodderig sagen? Sag mal. Du kannst auch einfach das überhaupt nicht anzeigen. Hier dann. Also. Wirklich, bestehe so die Probe. Ja, aber das kriegst du, gewinnst. Was gewinne ich? Gar nichts. Mach mal die Augen zu. Alles, was du siehst, gehört dir. Shoutout an meine Mama. Ich hatte eine schwere Kindheit. Ah, fuck. Zombies. Nee, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, gar keinen. Nee, wir gehen einfach gleich in die Gruft hier rein. Da müssen wir sowieso auch kämpfen, ist mir schon klar, aber. Wir schrat! Komm, 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 komm! Oh, die sind alle noch auf Aggro. Das möchte ich nicht. Ach ja. Irgendwo hier ist er. War er das? Nee. War auch nicht. Ja, doch. Da ist er. Oh, oh, Gladys. Außer Gladys. Nein. Ich versuche gerade, ob ich. Nee, okay. Ich dachte, ich kann vielleicht die Leute. Nein. Ich kann die vielleicht irgendwie so alle anwählen, außer einer, aber scheint gerade nicht zu gehen. Ups. 40. Okay, das scheint erstmal nicht so viel. Aber ich meine, mich erinnern zu können. Vorrim. Oh Mann, ey. Manchmal backen die sich fest. Vorrim. Programm, verdammte Kacke. Kannst du ihn jetzt angreifen? Nee, warum denkt nicht dran? Na, er probiert's. Ja, toll. Angegriffen kann er werden. Also, was ist denn gerade mit ihm? Okay, das Gute ist, wir haben es geschafft. Das Schlechte ist, Vorkommen ist irgendwie total neben der Kappe. Moment, haben wir jetzt die? Wildschratzähne haben wir. Oh, das war bestimmt eine ekelhafte Prozedur. Ah, die Fässer kann er wieder zerhauen. Vielleicht ist der Wildschrat einem Zwerg einfach zu ähnlich. Er hatte Mitleid und wollte nicht draufhauen. Ach, er ist klein, steinig, wühlt gern im Dreck. Wer kann es ihm verdenken? Ah ja, okay. Dann können wir mal hier alle läutern. Schön. Also ist schon ein schöner Effekt, wie das dann. Ist da noch was? Ist das schon ein schöner Effekt, wie.
Ja, das ist auch irgendwie nicht ganz richtig. Das ist irgendwie was, man kann nicht hin. Wie dann die Grüfte so ein bisschen heller werden, das ist schon ein bisschen netter. Ach, Pfeife vom alten Opa kann er behalten. Das kann er nicht behalten. Das braucht kein Schwein. Was wollen die im Jenseits damit? Helmsche. Lass mal sehen. Was ist denn das? Hat er dafür? 3 und Rücken 1. Das ist ja mal nice. Wäre das vielleicht was? Ich glaube, das wäre was für unseren Vorgrim. Der ja auf dem Kopf nicht so das Ding hat. Dann dazu, hat er dann auf dem Rücken 5 und auf dem Kopf 3. Ich glaube, das ist ein. Also sieht bekloppt aus, müssen wir gar nicht drüber reden, aber. Ne? Hilft. Ich mag die Musik. Diese Chormusik ist schon, die ist wirklich nett. Die ist echt gut. Ich muss mal gucken, wie das aussieht mit Soundtrack überhaupt. Muss ich vielleicht mal auf. Gibt's das auf YouTube? Ah, fuck! 1, 2. Warte, Harpie? Ach du Kacke, Leute. Und dann hier. Zwei Harpien und noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Tote. Fick die Hände. Okay. Okay, lauft. So, da stehen wir wenigstens so ein bisschen zusammen. Oh mein Gott, okay. So, also wir machen. Wir gucken, dass wir uns irgendwie aufteilen. Erstmal, bevor die Untoten da sind, ich hoffe, die brauchen noch ein bisschen. Machen wir hier so viel Harpyien weg, wie wir können. So. Hoppala. Erstmal ein Debuff drauf. Und dann zwei große. Und ja, dann gucken wir mal, wie es. Man, da guckt einfach schon mal. Gerade warum guckt der in die falsche Richtung? Der Kleine hat keine Muni. Kriegsbolzen waren ein bisschen geiler, ne? Plus eins. Ja, haben wir doch gerne. So, ist das noch drauf? Nee. Nein, das abgezogen hat er aber. Oder was? Ich hoffe, der Pfeil ist noch gelandet, ey. Der. Okay, die macht noch hier. Rolana. Fuck, Rolana. Shit. Okay. Ein paar Sachen sind gut, ein paar Sachen sind nicht so gut. Rolana ist zum Beispiel tot. Das ist eher unerfreulich. Oh je. Okay. Oh, klasse. Es ist schon ziemlich gut, ey. Von 5 Runden auf 2 runter ist nice. Oh, okay. Es hat gar keine Wunden geheilt. Probieren wir es nochmal. Nochmal. Jetzt. Aha, eine Runde noch. Also, ich könnte es auch mit Magie machen. Klar, das hat auch den Balsam Salabunde. Super. Ein Heilzauber. Aber ich will ihr eigentlich nicht mehr Magie wegziehen, als ich unbedingt muss. So, wo waren jetzt die Scheiß? Da unten? Also hier zumindest nicht. Das ist schon mal gut. Aber in die Richtung. Lass mich raten, in die Richtung müssen wir, ne? Nee, müssen wir gar nicht. Da wollten wir erst. Genau, hier sind die Harpien. Ah, ich dachte, wir müssen hier rein zu den Harpien. Ist aber gar nicht so, sondern da ist. Ah, Leute. Ihr seid doch gemein. Ihr seid doch gemein. Warte mal. Gruft, Gruft, genau. Harpien, Gruft, Gruft. Boah. Weiß nicht, kommt man da? Na, muss mal nachgucken. Mal da hoch. Mal da oben rumkommt.
Ah, okay, ich wollte gerade Einbeeren ernten, aber da kommen Zombies. Da sind Zombies bei den Einbeeren. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Aber stimmt, ich erinnere mich hier. Ich glaube, hier tauchen auch gleich wieder welche auf. Schwätzt mal vom Bär, dachte der Herr. Ich renne da jetzt einfach rein. Leute, ich mache tatsächlich Schluss für heute, glaube ich. Ist schon ziemlich dunkel. Ich verlasse euch jetzt an dieser spannenden Stelle. Ich überlege noch, ob ich jetzt einfach in die Gruft rein renne oder mir so ein Zombie-Battle gebe. Ja, sehen wir nächstes Mal. Und dann hoffe ich, dass wir nächstes Mal doch relativ schnell durchkommen. Wir haben jetzt schon die Wühlschrat-Zähne und die Alraune und Harpien. Dotter brauchen wir nicht, die Federn. Die holen wir uns das nächste Mal. Und dann hoffe ich wirklich, dass wir nächstes Mal durch alle verdammten Grüfte durchkommen und dann aus dieser götterverlassenen Gegend rauskommen. Ich freue mich super, wieder im Sattel zu sein, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich hoffe, ihr habt euch nicht alle verloren. Aber wenn doch, kommt einfach wieder zurück. Ich werde nur immer, immer, immer besser. Okay? Sehe ich das nächste Mal. Freue mich super. Macht's gut. Ciao.